Anna Karenina wurde so oft verfilmt. Warum also eine Fassung, die auf Nummer sicher geht? Wir wollten etwas Außergewöhnliches ausprobieren. Geplant war eigentlich eine recht konventionelle Adaption von Anna Karenina. 6 Wochen lang sollte in Russland gedreht werden, plus 6 Wochen Zeit für den Bau der Sets. Aber irgendwann kam die Frage auf, können wir das nicht auch in einem Landhaus in England drehen? Also haben wir versucht, herrschaftliche Häuser zu finden, die nach Russland aussehen, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man dreht. Ich bin dann dorthin gefahren und da hieß es, nun, hier hat Keira Knightley schon 2 Filme gedreht. Noch schlimmer war es in Russland. Ja, hier haben wir schon 7 Anna Karenina-Filme gedreht. Ich dachte, oh Gott, wie vorhersehbar ist das denn? Und dann plötzlich bekam ich eines Tages einen Anruf von Joe. Könntest du mal vorbeikommen? Es gibt eine kleine Planänderung. Joe sagte, warum lassen wir das Ganze nicht in einem Theater spielen? Das war ziemlich radikal. Aber so haben wir es gemacht. Der russische Adel orientierte sich damals stark am französischen Lebensstil und versuchte, ihn zu imitieren. Man sprach und kleidete sich französisch. Und die Leute lasen Bücher, um nach der Etikette der Franzosen zu leben. Es war eine Performance. Es ist kein Theaterstück, obwohl es im Theater spielt. Sobald man eine Bühne betritt, muss man seine Fantasie benutzen. Und der Raum verändert sich laufend. Es ist faszinierend und sehr raffiniert. Wir vergessen die Bühne völlig. Die einzelnen Sets verwandeln sich ständig. Das ist wunderbar, vor allem weil es oft in einer einzigen langen Aufnahme geschieht. Ich fand, das Ganze ist filmgerechter dadurch, dass wir die Handlung mit den Mitteln des Theaters umsetzen. Das ist ein Gebiet, auf dem Joe einfach brillant ist. Ein Umfeld zu schaffen, in dem wir Schauspieler diese seltsamen sozialen Spiele aufführen können, ohne dass uns die Realität behindert. Das Theater als Hintergrund verstärkt die Themen des Films sogar. Letztlich hat das für den Film besser funktioniert. Die Sichtweise auf das Buch wurde so noch origineller. Gestatten Sie mir die Ehre, Ihnen ein Eis zu bringen. Es war großartig, die Muster der ersten Drehtage zu sehen. Es ist immer noch die Geschichte von Anna Karenina, aber eben nicht mehr das normale, konventionelle Kostümdrama. Es ist jetzt viel interessanter. Gelegentlich kehren die Charaktere dieser künstlichen Welt den Rücken und wir erleben sie in einem authentischeren Umfeld. Für mich ist der Prozess des Filmemachens total furchteinflößend und so ist sehr wichtig für mich, die Unterstützung von Leuten zu spüren, die mich lieben und akzeptieren. Er liebt das Gefühl, wie mit einer verschworenen Theatertruppe von Projekt zu Projekt zu ziehen. Dieses Gefühl des Familiären. Ich habe eine Menge Ideen, aber von den 100 Ideen eines Tages bleiben vielleicht 10 übrig, die es wert sind, umgesetzt zu werden. Ich brauche diese Menschen, um zu entscheiden, welche das sind. Wir haben schon viele historische Dramen gesehen, aber ich glaube, das hier ist wirklich eine sehr radikale Interpretation eines klassischen Romans. Aufregend, sehenswert, stilistisch geradezu revolutionär, aber im Kern auch eine große Liebesgeschichte. Ich denke, es wird ein mutiges, wundervolles, emotionales Filmerlebnis. Anna Karenina, ab 6. Dezember im Kino.